So, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist der 11.01.2022 und das neue Jahr hat natürlich begonnen. Somit auch das Trading, ja, wie gesagt. Heute mache ich mal so ein Video, ja, wo ich so kurz die Trades erkläre, wo es ein ganz kurzes Video wird, wo ich die Trades erkläre, zeige, was ich gemacht habe und vielleicht möglicherweise mache ich das demnächst genauso. Und zwar am Ende des Tages, wenn ich getradet habe, möchte ich euch dann die Trades zeigen, ja, weil, wie gesagt, das die andere Sache mit den Shorts und so, muss ich immer wieder vom Rechner sitzen und sie währenddessen aufnehmen, ja, und das ist, wie gesagt, das, was ich eigentlich nicht machen möchte, weil es kostet mich tatsächlich sehr viel Zeit, das zu machen, weil ich möchte nicht jedes Mal vom Rechner gefangen sein, weil sonst könnte ich das, oder könnte ich genauso weiter streamen. Ja, die Trades, deswegen werde ich das so quasi machen, dass ich vielleicht ein kurzes Update-Video am Ende des Tages mache, in dem ich euch kurz die Trades präsentiere, natürlich, die ich gemacht habe, und das Ergebnis, ja, wird man so sehen. Zuerst möchte ich kurz damit anfangen, mit dem Trading-Tagebuch, ja, so wie gesagt, das ist das Ergebnis, wie ich das letzte Jahr beendet habe, ne, mit 400, was sind das, wie viele Trades sind das? 433 Trades, ein Ergebnis von 274%, ja, Profit, sprich war insgesamt $18.730 Gewinn. Ja, auf ein Jahr gerechnet 2021. So, das war die Vergangenheit. Jetzt kommt die Zukunft, ja. Mittlerweile, wie gesagt, habe ich jetzt seit gestern angefangen zu traden. Also dazu gab es zwei Shorts-Videos übrigens, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Heute gibt es natürlich zwei weitere Trades. Ja, sind drei Winner, ein Loser tatsächlich. Und genau die Trades möchte ich euch kurz zeigen, damit man einfach einen Überblick hat, damit man immer auf dem neuesten Stand ist, was ich hier eigentlich mache. Übrigens auch ein kleines optisches Update an meiner Workspace wurde durchgeführt, sage ich mal so, ne? Und zwar haben sich gleich außer den Farben natürlich auch ein bisschen die Darstellung der Strategie verändert. Von der Logik her immer den Trend bewegen, Korrektur und die Folgebewegung natürlich zu handeln. Aber von der optischen Sicht hat sich tatsächlich eine Kleinigkeit verändert. Ja, aber nichtsdestotrotz, möchte ich euch kurz hier nicht zu viel erzählen. Das ist, wie gesagt, der erste Trade gestern gewesen. Das war um 16:07. Ja, das kann man auch hier schön sehen. Ja, das ist noch von dem alten Jahr. Ich muss das neue Tagebuch öffnen. Ja, 16:07, genau. Ja, 10:07. Muss ich gerade eben eintragen. Ja, deswegen auch das Video, weil ich, wie gesagt, mir überlegt habe, wie kann ich es am besten demonstrieren, zeigen oder beziehungsweise dieses Jahr dokumentieren, wie mein Trading-Fortschritt ist. Und ich bin noch am Experimentieren. Ja, das heißt, ich bin noch nicht 100% überzeugt, wie ich es mache. So, das war der erste Trade natürlich. Ja. Der Einstieg war da. Wir waren, oder ich war schon mittlerweile 1,5 Ticks im Plus oder Punkte. Ein Plus-Minus-Null Trade, ja, ist okay. Der zweite, es hat ewig gedauert tatsächlich, wenn man hier in den größeren Chart sich anguckt. Es hat ewig gedauert, fast ja, von 15:40 Uhr, sage ich mal, bis ja, 16:46 Uhr, also über eine Stunde, hat sich der Markt wieder vor und zurück bewegt. Und dann der zweite Trade natürlich hier direkt am Hochpunkt. Ich habe mich hier tatsächlich, so wie ich sagen würde, hypnotisieren lassen vom Markt und habe hier diesen unnützigen Trade getätigt, der mir am Ende quasi $200 gekostet hat. Weil übrigens, auch dieses Jahr habe ich ein bisschen anders angefangen, weil letztes Jahr habe ich mit drei Kontrakten beendet. Ja, die Kamera ist noch, die AI, ja, ist noch verschwommen, aber mal gucken, wie das am Ende wird. Weil übrigens der Hintergrund bei mir wird entfernt durch eine AI und mal gucken, wie die Technik funktioniert, weil wie gesagt, die ganze Technik, um drum mich herum aufzubauen für dieses kleine Video, ist mir zu viel Aufwand, ja. Und ich will auch in mein Arbeitszimmer reinkommen und ich will Licht reinsehen und nicht überall mit grünen Wand und alles mögliche eingestellt werden, ja. So, das war der erste Trade und der zweite Trade, wie gesagt, eingestiegen und direkt in Minus gelaufen, ja. Das waren die Trades gestern. Heute
Also die heutigen Trades. So, das war der erste Trade, natürlich. Ja, hier 16:24. Den Trade habe ich natürlich verpasst hier. Weil das wäre der erste Trade um 15 Uhr. Ja, kurz vor 4 hätte ich hier den Trade machen können, aber habe ich leider verpasst. Bin erst ab 16 Uhr am Rechner gewesen, ja. Und habe ich auch die ersten Möglichkeiten direkt erkannt und auch wahrgenommen. Auch hier leider plus minus 0. Dann den Trade habe ich hier tatsächlich, oder den zweiten Einstieg quasi, nicht genommen, ja. Aus einem einfachen Grund. Auch das hier hat eine Ewigkeit gedauert, bis der Markt sich hier bewegt hat. Ja, also tatsächlich hat es viel Kraft und Zeit gekostet. Da bin ich duschen gegangen. Haben den Einstieg hier verpasst. Passiert. Ja, wie gesagt, weil ich eine halbe Stunde später angefangen habe, dachte ich, trade ich auch eine halbe Stunde später. Und dann hatte ich auch meinen Trade um 17.10 Uhr, kurz nachdem ich aus der Dusche rauskam, tatsächlich. Ja. Und das ist der vierte Trade jetzt insgesamt in diesem Jahr und perfekt, ja, hat gut funktioniert. Ziel erreicht, natürlich war hier knapp die Korrektur, ja, aber im Endeffekt Ziel wurde erreicht. So, was kann man noch dazu sagen? Wie übrigens, genau, für alle, die es tatsächlich verfolgt haben, ja, wie aktuell der Wissensstand ist, ja, und wie gesagt, möchte ich noch kurz mal das Tagebuch zeigen. Aktuell 2,16% plus natürlich, ne, das sind übrigens, mit wie viel wir angefangen haben, das war nicht die Summe, wo wir letztes Jahr beendet haben, sondern tatsächlich minus Steuerberatergebühren, minus Steuern, ergab die Summe von 15.000, ja, und 700, glaube ich, ungefähr war das. Also, das kann man hier kurz eingucken, da habe ich ja gerade vor kurzem angegeben. Genau, 15.713 war quasi die nette Summe, mit der ich dieses zweite Jahr jetzt gestartet habe. Ja, deswegen die Prozente wird wahrscheinlich, ja, jetzt müssen die so eine größere Summe haben, damit auch die Performance in Prozent quasi genauso rüberkommt. Auf der anderen Seite, für alle, die es tatsächlich interessiert, hat sich ja dieses Jahr, wie ich schon letztes Mal versprochen habe oder am Ende des Jahres versprochen hatte, dass dieses Jahr natürlich eine persönliche Begleitung dazukommt. Ja, und hier möchte ich mal kurz einen Ausschnitt, sage ich mal, so aus meinem Discord-Channel mal kurz zeigen, ja, wie das aussieht. Ja, wie gesagt, hier wird sich, oder hier besprechen wir alles Mögliche. Hier hat jeder so ein, von der Idee her, ja, dass wir hier als Gruppe arbeiten und jeder ist hier. Der erste Schritt natürlich ist Paper Trading, ja, wo wir die Strategie oder die Einstiege quasi so weit lernen, dass wir sie verändern können, um problemlos zu handeln, worauf das alles andere quasi aufgebaut wird. Und hier hat sich, oder sagen wir mal, hier hat jeder dann die Gelegenheit tatsächlich, seine eigenen Sachen zu posten, so dass es jeder mal sich angucken kann, was der andere macht, wie es der Fortschritt bei einem anderen Schüler, bei dem anderen und so weiter. Da kann man so kombinieren, eigenen Schwächen, Fehler, Fragen stellen und so weiter. Ja, so quasi das Ziel dabei ist es natürlich, so eine Gruppendynamik aufzubauen, wo jeder jedem helfen kann, beziehungsweise wo jeder auch erzählt. Das ist, wie gesagt, kein Coaching, sondern es ist eine Begleitung. Ich sage mal so, die ganze Ausbildung ist als meine Online-Ausbildung fest, ja, wo das ganze Wissen quasi drin steht. Aber, ja, wie gesagt, ich coache nicht, sondern die Leute, die es wirklich wollen, die wirklich den Fortschritt wollen, müssten, ja, ich sage einfach so bewusst müssen, eine Einstellung haben, dass sie es tatsächlich wollen. Sie müssen Gas geben, sie müssen was tun. Und wie gesagt, und für jede Woche, seitdem wir jetzt hier angefangen haben, gibt es Wochenaufgaben, um bestimmte Ziele zu erreichen, um bestimmte Kriterien, damit überhaupt das Trading Sinn hat. Ja, muss man ja, wie gesagt, als erstes erstmal mit der Strategie sich oder muss man erstmal die Strategie veränderlichen. Dazu heißt es tatsächlich Paper Trading. Ja, und deswegen sind wir hier im Paper Trading Channel und hier müssen erstmal Hausaufgaben gemacht werden. Das heißt, mindestens 10 Wochen, sage ich mal so, ungekürzt, im Paper Trading durcharbeiten, ja, was ich eigentlich nur mit 2 Wochen veranschlagt habe. Live Trading tatsächlich geht's dann, je nachdem, wie viele Leute die Kriterien hier erfüllt haben, für den Aufstieg, Abstieg, das habe ich ja schon letztes Mal alles besprochen, aber ja, das ist, wie gesagt, ein systematisches Trading, wo du bei Null anfängst und dann
deinen Trading-Fähigkeiten entsprechend, ja, ob du dann dich für Demo-Konto qualifizierst, ob du dann für ein Echtgeldkonto qualifizierst, ob du dann das Risiko erhöhen darfst oder nicht, ja. Wie gesagt, das ist alles systemisch und hängt alles von dir ab. Es ist kein Zwang, kein Glücksspiel, sondern das Ziel ist es natürlich dabei, wenn du dann mit echtem Geld tradest, dass du System oder dieses Trading-System, die Trading-Strategie so vertraut wie möglich ist, ja, dass du für dich kein Poker hast, kein Zwang, kein neue emotionalen Stress, sondern das ist schon Stress genug, wenn man erstmal mit dem Echtgeld anfängt. Deswegen sollte alles andere schon bekannt sein und du dich daran gewöhnt haben, damit zu traden, ja. Und das ist natürlich das Ziel. Was mich persönlich, oder was kann ich noch dazu sagen, was mich da zum Beispiel total überrascht hat, ja, wie die Meinungen quasi waren tatsächlich zum, sage ich mal, zu Online-Ausbildung und zur persönlichen Begleitung. Ja, weil da muss ich sagen, tatsächlich war ich leicht überrascht, dass obwohl das ganze Wissen, worauf ich hier auch stütze und worauf es immer wieder hingeht, ja, auf diese Online-Ausbildung, die wir haben, und die Sachen, die ich ja tatsächlich bespreche dann in der Begleitung, gab es doch viele Missverständnisse, muss ich tatsächlich sagen, weil der Weg zum dauerhaften, konsistenten Trader, ja, ist nicht nur die Strategie lernen und sofort anfangen damit zu handeln, ja, sondern tatsächlich die Strategie oder die Trading-Strategie kommt nicht mal an erster Stelle, nicht mal an zweiter Stelle, ja, sondern frühestens vielleicht an der dritten oder vierten Stelle kommt erst die Strategie tatsächlich, ja, der Einstieg, Ausstieg, um da die Veränderungen zu machen, sondern da, um Geld zu verdienen, sind tatsächlich andere Punkte wichtiger. Ja, insbesondere Paper Trading. Weil dann lernt man so quasi aus von oben, aus der Perspektive, von Helikopterperspektive, wie du von oben mal dir mal anguckst, wie funktioniert die Strategie. Erstmal, was sage ich mal so, ne? Das, was du tust, die Tätigkeit als Trader, guckst du aber von oben. Ja, ohne Risiko, ohne gar nichts, sondern erstmal einfach so, was muss ich tun und wie wirkt sich das aus? Da sammelst du die erste Zeit vom Bildschirm, sag ich mal. Du lernst die Strategie kennen und den ganzen Prozess. Wenn du das über einen Wochen oder eine bestimmte Zeit lang gemacht hast, wirst du erkennen, wenn die Regeln des Money Management dazukommen, wie ist der Zinseszinseffekt? Wie funktioniert der Zinseszinseffekt? Ja? Wann minimiere ich mein Risiko? Wie maximiere ich mein Risiko? Und na, da was wiederum auch die Schlussfolgerung ist, wie minimierst du quasi das Risiko in deinem Trading? Wie maximierst du deinen Profit? Ja? Wann bin ich überhaupt in der Lage dazu? Wann kann ich das machen? Und das wird, wie gesagt, systematisch alles erklärt. Und wie gesagt, wir hatten gestern unsere erste gemeinsame Gruppen, sage ich mal, so ein Coaching hergehabt, wo jeder das mal durchlebt hat und mal die Strategie mal so, sage ich mal, so sich angeguckt haben und angehört haben, wo jeder es mal präsentiert hat, wie er es verstanden hat. Und wie gesagt, es gab ein sehr gutes Feedback. Mir hat das auch gefallen, dass die Strategie, wie gesagt, sehr leicht verstanden worden ist. Das ist, was mir sehr gut gefallen hat, was mein größtes Ziel ist. Das ist auch, wie ihr sehen könnt, im Hintergrund zum Beispiel, ja, wie gesagt, dass meine Absicht dahinter gewesen ist. Warum jetzt das Design meiner Workspace ein bisschen anders aussieht, ist genau der Grund, damit es optischer, einfacher nochmal zu erkennen ist, ja, wann ein Trend ist, beziehungsweise Aufwärts- oder Abwärtstrend, habe ich eine Bewegung, habe ich eine Korrektur, habe ich eine Folgebewegung, ja. Und vor allem, was ich gemerkt habe, warum das überhaupt alles zustande kam, ja, weil, wie gesagt, ich erkannt habe, wo mir meine Studenten ihre Charts zugeschickt haben, ja, dass ein großes Problem entstand oder die Frage wurde quasi nicht super erkannt, sage ich mal, ja. Bei der anderen Darstellung meiner Charts, könnt ihr vom letzten Jahr euch angucken, die ist interessiert, und zwar, wann der Trend oder beziehungsweise wann ist eine Bewegung zu Ende, wann beginnt eine neue Korrektur und wann endet diese Korrektur, ja. Das war tatsächlich für viele eine Schwierigkeit, das zu erkennen. Und in der neuen Veränderung ist es, wie gesagt, easy peasy. Das hatte sofort jeder innerhalb von ein paar Minuten verstanden, wann es soweit ist. So, das war der erste Update. Wie gesagt, ich wollte die Videos nicht so lange machen lassen, sondern tatsächlich, dass ich mich vielleicht auf 5 bis 10 Minuten begrenze. Ja, das Ziel habe ich auch leicht verfehlt mit fett 10 Minuten. Aber ich bin immer noch im grünen Bereich. Ja. Wie gesagt, es denk mal, die nächsten Tage werden die Trades oder das Feedback, die Analysen der Trades so kommen, dass ich, wie gesagt, sie kurz vorstelle, was ich gemacht habe am Ende des Tages,
und vielleicht ein, zwei Gedanken zum Trading. Ja, wie gesagt, wir sehen uns morgen. Falls euch das Videoformat gefällt, lasst mich in den Kommentaren wissen. Oder wollt ihr die YouTube-Shorts haben, ja? Wie ich schon letztes Jahr ab und zu mal gemacht habe. Oder vermisst ihr ganz wirklich den Livestream, ja? Schreibt es in den Kommentaren. Schreibt mir eure Meinung. Alles, was ihr wissen wollt. Über welches Thema ich bzw. in meinen kleinen Videos ansprechen kann, ja? Um euch natürlich zu helfen. Wir sehen uns morgen. Bis dann.